Ah, Schooltime wieder mit Bully. Was ist los, Mrs. Arschkriecher? So, also Leute, wir haben gleich wieder ein Unterrichtsfach. Das werde ich auch noch machen. Abgeknutscht wurde ich auch schon. Dann kann ich mal wieder ein bisschen was knacki-knacki machen. Alter, wo kommt die auf einmal? Da ist einer. Wo kommt der auf einmal her? Hört der mich jetzt? Was macht der? Okay, alles klar, schon erledigt. Von der Bananenschale, die eine gerade. Was zur. Oh, die Rache der Frau. So. Mann, ich will dich nicht zur Bibliothek bringen. Warum ist der jetzt sauer auf mich? Also ich habe Unterricht. Und zwar. Englisch 3. Scheiße. Englisch 3? Soll ich mal wieder probieren, Leute? Das schaffe ich doch wieder nicht. Nee. Da hätte ich mich drauf vorbereiten müssen. Ich habe da jetzt auch keinen Plan, Mann. Nee, gut, dann machen wir die neuen Quests. Schade, ich hatte Erdkunde. Auf der Erdkunde 3 will ich jetzt mal so versuchen. Weil es ist ja wohl Asien. Und das müsste ich eigentlich. Also das müsste man aber auch wissen, hier so Indien und Japan oder wo Korea liegt. So was müssen wir auch auf die Reihe kriegen. So, Rache an Mr. Burton. Genau, warte mal, das war doch der, Mr. Burton ist doch der Sportlehrer. Rache an ihm? Wieso, weil er jetzt so sauer auf uns war? Egal, wir gucken. Wir schwänzen zwar wieder, ach man, ich fahre hier immer falsch. Ich fahre immer den falschen Weg. Ich verstehe ja auch nicht warum. Warte mal, wo ist das in der Stadt irgendwo? Wo ist denn die Quest? Achso, ach, die stimmt. Stimmt ja, die war ja da. Oh. Gut, schon hinracen. So, Mr. Burton, Rache. Wieso wollen wir jetzt doch seine Höschenjäger-Touren da aufdecken oder wie oder was? Oder wie sieht das aus? So, wo ist hier wieder das nächste Fahrrad? Außer in der Garage, wo ich jedes Mal wieder vorbeifahre. Ich weiß da auch nicht warum. So, Auto. Oh, Auto fahren wäre jetzt cool. Einfach rein ins Auto und dann lospreschen. So, okay, wartet. So, nach rechts. Dann fahre ich ja gleich wieder schön bergab und dann ist ja auch kein Problem. So, schnell. Ah, da ist ein Fahrrad. Da ist ein Fahrrad. Stimmt ja das, was immer da steht. Yeah. So, tschüss. So, jetzt muss ich schnell dahin, wo auch die Tür offen war. Oh, die ganzen Bike Races, ey. Ich habe gar keine Lust. Aber doch, irgendwann werde ich die Lust packen und dann fahre ich den Pokal nach Hause. Vorsicht, Oma! Oh! Die Oma hat sich lang gepackt. Tut mir leid, das wollte ich nicht. So, hier, Blue Skies, da wollen wir hin. Oh, oh man, yeah. Voll die Oma an die Jumped. Ach, war das lustig. So, okay, halt, ich bin schon wieder ein bisschen, ja. Was, wohnt der hier oder was? Ey, seid nicht, Mr. Burton wohnt hier in so einem Armviertel irgendwie. Ist ganz schlimm. Warte mal, ist hier irgendwo, sind hier nicht irgendwo vielleicht sogar Rubber Bands? Naja, nicht wirklich in der Nähe. So. Rache an Mr. Burton, dem Sportausrastungslehrer. Gucken, wer sich. Vielleicht sind wir doch ja nicht. Vielleicht sind wir ja nicht wir diejenigen, die sich rächen. Oh mein Gott. Ein Girl! Das Stadtgirl! What are you looking at? Nothing. Well, it looks like you're looking at me, scumbag. Like I said, nothing. Oh, come on, I don't want to fight you. My name's Jimmy. Zoe. I was at Bullworth once. I got kicked out. Why? Let's just say Mr. Burton is a dirty creep. Seriously? I would love to teach that guy a lesson. He bullies everyone. You know, he goes jogging every day and regularly uses the porta-potties in the park. Yuck. Yeah, so if we could catch him in one on top of a hill, then Mr. Burton could have a really interesting time in it. Yeah, but they're all tied together. We'll need to get some bolt cutters. Go get some from the Spaz Industries building and meet me at the park. Make sure no one sees you. Wer ist das denn einfach so? Zoe kennengelernt? Die ist von der Schule geflogen. Oh, oh, oh. Auch wieder so eine riesige Braut. Und zwar mit noch zwei anderen riesigen Argumenten. Okay, gehe zum. Was, wo soll ich hin? Was, soll ich jetzt wieder zurück zu Bullworth? Ah, ne, ich soll da in dem Laden was kaufen. Okay, Zoe, das machen wir. Ich dachte schon, Bullworth wohnt hier. Ich war mir schon klar, dass nicht wir das sind, die sich rächen wollen. Rubber Band. Noch 30 Rubber Bands. Dann hätten wir da alles. Alter, vor dem Absteigerviertel, ey. Wo die ganzen armen Säcke wohnen. Ja, die steht da halt. Aber warum sind das steht da? Warum nicht Harzer oder sowas? Voll gemein. Ich weiß, ich sollte aufhören, so gemein zu sein. Die Oma schon wieder. Nein! Ups, sorry. Nicht, dass das zum Running Gag hier wird. Immer welche Omas überfahren und anspringen. So, hier hochfahren. Auto. Aber war schon klar, dass Mr. Burton hier nicht wohnt. Der ist ja so ein reicher Sack. Er ist doch verbeamtet, Mann. Was meint er, wie viel Kohle so ein Beamtenstatus-Typi hat? So, Unterricht ist jetzt vorbei. So. Okay. Hier rein? Nein, warte, ich muss anscheinend hinterrücks. Ah, okay. Liegt hier einfach. Okay.
So, auf Woolworth Vale. Wo ist denn der? Na, wer lässt denn sein Fahrrad auf der Straße liegen? Macht doch keiner so. Aber, sorry. Mann, oh, Alter, kommen halt die Bullen an. Hätte mich beinahe vom Fahrrad gerissen. Nur weil der Typ sich mir in den Weg gestellt hat. Wow. Old Bullworth. Oh, ja, wow. Mann, jetzt ist es schon wieder los. Ey, nur weil ich ihn angerempelt habe, das darf doch nicht wahr sein. Was zum Tor? Oh, jetzt gut, lang gepackt. Nein, nein. Einfach abgehauen. So. Oh nein, nicht hinterherkommen. Mann, mit der Ärger muss man mal sich verziehen hier. Oder ich verstecke mich gleich irgendwo. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder ich beginne einfach die Quest. So, okay. So, okay. Schnell. Bevor er mit seinem Motorrad ankommt. So. Okay. Hey, Zoe, da bist du ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Did you get them? Yeah, I got them. Now what? Burton always goes to the can when he goes running. We've got to make sure he uses this one and send him on a trip. Du Scheiße, was? Ja, Mann. Wie sollen wir jetzt dazu bringen, dass er da rufdunkt? Kein Plan, Mann. I'll take care of this. You make sure he doesn't use one of the other ones. Okay. This sounds like it's gonna be good. Sabotiere die Klokabinen, solange Mr. Burton läuft. Okay. Ich weiß nicht, wie lange der läuft. So skaten. So sind die weit weg. Naja, so halbwegs auf dem Weg. Ach, alles hier im Park. Okay. Na dann los. Let's go, schnell. Mr. Burton muss richtig doll dunken, aber wir bestimmen wo. So, da ist schon mal ein so ein Klo. So lange er läuft. Ah, okay. So, wir sabotieren jetzt so ein Ding. So, ah, okay. Da wirf ich erstmal einer mit einem Ei an. Oh, da kommt irgendeiner. Wer ist denn das? Egal. Oder ist das der. Ist das Mr. Burton, der läuft? So, okay. Also, ja, sabotieren ist also einfach die Dinger zusammen. Wer wirft denn hier mit Eiern? Wer ist denn das? Ah, die Preps! Die reichen Preps! So, und da ist der Typ. Der rennt ja erstmal rum. So, Mr. Burton ist schon vorbeigerannt an uns. Na, der. Oh, hier ist ein Hund. Ich wollte den Hund gerade treten, aber mach ich jetzt mal nicht. So, jetzt kommt der Hund natürlich und will mich treten. So, geh zu Zoe zurück und lass den Hund in Ruhe. Sonst flippen die Tierschützer aus. So, Zoe, wo bist du denn? Zoe. Na, geh zurück zum. In den Park zurück. Okay. Aber die Preps haben mich rausgeekelt. So, wo ist denn Zoe? Ob die halt die spezifische Städter-Girlie ist und von der kriegen wir das Foto? Mann, was willst du denn? Jetzt reicht es aber hier. Zack. So, rufsetzen. Nie droppen. So, nochmal rufsetzen hier und. Ey, was, Dirty? Hier, Mann, stirb. So. Ja, ich meine natürlich, GKO. Stirb. So, wir sind da. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du jetzt vollbracht haben solltest. Damn Vandals! Oh, Randy muss aber kacken. Läuft ja super nach Plan. Was ist das für. Also Quatsch. So, ramme die Klokabine mit dem Traktor. Wo steht der Traktor auf immer? So. Ich hab doch gar keinen Mais gegessen. Einfach voll geschissen. Okay, aber ob Deadery seine Lektion lernt, erstmal $30 bekommen. Richtig cool. So, na siehst du, die mit der Zoe, mit der kann man noch was machen. Die denkt ja ähnlich wie wir, wa? Die Rache und so weiter. So, was haben wir jetzt für Quests offen? Anscheinend auch wieder mehrere. Nee. Doch, nee, ich bin da. Oh, die ganzen Rennen, ey. So viele Rennen. So, dann gut, okay. Wo ist wieder eine Quest offen? Das ist, Preps am Boden. Okay, Preps am Boden. Werde ich machen. Ey, ich will Dinge haben. Ich fahre jetzt damit rum. So, volle Deckung. Und Achtung. So, alles klar. Oder Hund. So, Leute, und tschüss. Preps am Boden. Okay, na dann fahre ich mal ganz langsam hier lang. Na, okay, war ein Scherz. So. Jetzt kommt die schon wieder mit ihren Eiern. Haut doch mal ab. So, und Trap. So, irgendwo müssen die ja. Hoppala. Das Kreuz ist aber schon in der Nähe. Ah, bei den Box-Dingern auch gleich wieder. Hey, vielleicht kann ich jetzt doch noch ein bisschen boxen.
was ich damals versäumt habe. Hoffentlich muss ich jetzt hier nochmal richtig boxen. Nicht schon wieder. Okay, was ist hier los? Preps am Boden. Wo seid ihr hier am Boden? Es geht gleich mal los, die Quest. Jetzt müssen wir uns mit denen wieder gut stimmen. Bevor die uns noch weiter mit Eiern bewerfen, mit ihren teuren Bio-Eiern, die sie sich immer leisten. Wow. Oh, here he is, Mr. Big. Yeah, it was you, creep. What was me? Don't play innocent with us. I tried that when Father caught me with Nanny. He gave me a good thrashing, and I've got half a mind to give you one. Hey, look, just get to the point. Someone stole our boxing trophies, buddy. They were heirlooms. Well, it wasn't me, rich boy, so relax. Well, if it wasn't you, then who was it? I bet it was those greaseballs. I know it, they've always hated us. There's so much for peace in our time, Popper. Just great. Let's get them. Yes, it's time to teach those poor, disrespectful scum a lesson. Wait, relax. Maybe it wasn't them. Maybe it was someone else. Nobody hates us. Apart from them. Oh yeah, they do. Everyone hates you. You're all awful. Oh, la-dee-da. Now he tells us. You are pathetic, Hopkins. You're not a leader. Out of my way. Come on, men. Let's go. Okay. It's war. Hold on. Wait here. I'll go get your trophy back from those greaseballs. Oh, man. Oh, ey, fängt einfach von vorne an. Da war bestimmt noch wieder einer, der steht da. Der hier für Untumult sorgt. Alter, den gibt's doch nicht. Gibt's doch gar nicht. Und deswegen heißt die Quest Preps am Boden. Unsere Trophäen wurden geklaut. So, okay, geht zum Treffpunkt der Greaser in New Country. Yo. Dupdi-dupdi-dupdu. So, skaten. Und er wird den Sprung wagen. Nein, hier ist der Strand. Hier will ich gar nicht hin. So, du. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich hingefahren? Oh, total. Ach man, ey. Oh, geil. So, Sprayfarbe. Hui, wo ist denn mein Fahrrad? Das stand da hier irgendwo rum. Ach, den hatte ich ja schon vorhin da stehen lassen. Warum wird die im Hinterausgang rausjagen? Warum? So, ich muss einfach dahin. Gut. Am besten natürlich mit dem direkten Weg über die Straße. Badabadabam. Ach meine, die Greaser, haben wir die schon wieder auf unserer Seite? Ja, eigentlich ja, weil wir Johnny... Oh, weil wir Johnny Vincent ja gerettet haben und der Typ hat echt gute Bremsen. Wir wären beinahe Matsch gewesen. Ich muss echt mal irgendwie mit den Roller oder so vom Rummelplatz holen. Was dauert ja so lange. Die ganzen... Da muss ich auch mir einen Helm aufsetzen. Ja, da habe ich ja richtig Bock drauf, auf so einen scheiß Helm. Ich will doch cool sein. Zwar lebensmüde, aber cool. So, hey, da ist ein Fahrrad, aber klaue ich den mal nicht. Das ist die Polizei gleich wieder direkt hinter mir gespawnt. Kennen wir ja alle schon so in den Schichten. So, hier steht aber gleich wieder irgendwo ein Fahrrad. Müsste gleich wieder... Da ist es doch. So, hallo, Officer. Ey, Mann, fahr ich nicht mit deinem Skateboard rum. Doch, Mann. So, alles klar. Reden wir mal mit den Greasers. Hoffentlich wartet nicht Johnny. Bist du gerade befreit und dann macht er schon wieder Stress. So, schnell hier durch. Wow, voll geil. Und so, hier Abkürzung. Wow. So, was ist hier los jetzt hier? So. Also, das wird die Oma. Beinahe wäre wieder Running Gag. So. Alright, Vance. Did you guys steal the Preppy's trophies? No way, man. After the townie's been saying all that stuff about Lola and made Johnny crazy, we don't care about those stuck-up jerks. The townies? Really? Yeah. And Johnny says you're no friend of ours anymore. But since you got him out, I'll let you walk away from this meeting. Well, since I already beat you, I guess I believe you. Geh zum Lagerhaus, okay. Ah, zum Lagerhaus. Also die Townies. Sehr unlustiger Begriff. So, das ist die Oma, die krieg ich noch. Die Oma krieg ich noch. Wo ist mein Fahrrad? Alter, wer hat mein Fahrrad geklaut? Du, Alter, sag mir, wer hat mein Fahrrad geklaut? Ist deine Oma. Mist, ja, mein Fahrrad geklaut. Okay, na gut. Obwohl der nicht mal mein eigenes war, aber ist ja egal. So, Blue Skies Industries. Genau. Und war ja schon der Hinweis auch mit der Rattenkiste, dass die auch von der Firma oder von der Fabrik oder was das auch immer ist, da kommt. Oh nein, alte Oma! Oh nein! Hoppala! Den ganzen Wohnwagen hier, wir pennen so im Wohnwagen pennen. Und das ist ja hier richtig so die amerikanische Klischee-Gegend für arme Leute. So mit einer mit so Wellblechdingern oder halt im Wohnwagen pennen und so. Oh Mann, oh Mann.
So, So, ist das nicht schon unser, Ding hier? Das haben wir doch schon, oder? Oder sind wir von der anderen Seite reingegangen? Da ist unser neues Speicherhaus und hier ist jetzt... Mal gucken, wie es von innen aussieht. Oh, finde die Städte und fotografiere sie beim Verladen der Ratten. Okay, da muss ich mal Foto schnappen. So, darf man mich hier sehen oder werde ich rausgeschmissen denn? Das ist jetzt auch wieder eine Frage. Hoppala. Hoppala. Der Typ. Ey. Okay, gut. Ich werde dich verkloppen. Nein, machst du nicht. Aua. So. Okay. So, den Weg jetzt aber tyrannisieren. So, komm her. Tyrannisieren hier. So, schön die Brennnessel machen. Oh! So. Voll geil. So, wo sind die denn jetzt? Alter, voll richtig die fette Fabrik hier. So, der Pfeil sagt, ich muss irgendwo nach oben. Wie komme ich denn hier nach oben? Ah, da. Oh, du kleiner Scheißer. Ja, der bin ich ein Scheißer. So, ist hier irgendwas Geiles außer Bier? So, Mann, was willst du denn? Ich lach mich voll aus, ich schlag ihn einfach. So, Mann, schwarz. Bam. So, bam. Komm, hier will ich auch tyrannisieren. Los. Hey, tyrannisieren. So, und, was haben wir jetzt? Klatsch, klatsch, Pfeil reingebatscht. Bam. So, ja, Gewalt, Gewalt, ach nee. So, schnell hier hoch. So, jetzt sind die da. So, und da verladen die das jetzt. Ja, schnell, schnell. So, Mann, ah, okay, gutes Foto. Oh, war grad wieder eins blöd. Oh, geh zu den Docks, okay. Boah, vor runter gejumpt. Schnell, Mann. Ich würde mich jetzt zwar gerne noch ein bisschen umgucken, aber das geht doch gar nicht. Hey, hier ist ein Riss an der Wand. Hier kann ich eine Bombe legen. Oh, falsches Game. So, schnell zu den Dogs. Und das Schlimmste verhindern. Das sind echt die Städter, Alter. Die sind bisher echt die aggressivsten und organisiertesten Typen hier, ey. Voll gemein. So, schnell. Wie komme ich zu den Dogs? Sind jetzt echt wieder da auf der ganz anderen Seite, oder was? Karte? Nee. Okay, muss ich irgendwo durch den Tunnel? Hier, ja, gut. So, durch den Tunnel gegangen. Hallo. So, und dann irgendwo hier. Ich mal hier lang. Gleich mal gucken, ob hier irgendwo noch ein Baba Band ist. Ja, hier ist ja ein Baba Band. Das müsste hier irgendwo gleich liegen. Hoppala. Baba Band? Verdammt, hier soll da eins sein? Hier irgendwo ist da eins. Vielleicht oben, habe ich eine Zeit? Nee, ich habe keinen Zeitdruck. Komme ich irgendwie da auf das Haus rauf? Für das Rubber Band. Nein, scheint nicht. Fängt es an zu regnen? Oh mein Gott, es regnet im Spiel. Wo ist denn das hier? Das ist. Nee, das ist ja. Ach so, das ist da. Ach so, hier hinter dem Zaun ist das. Ja, da liegt das doch. Seht ihr? So, okay. Also, ganz schöne Runde rumrennen und dann kann ich es mir holen. So. Hole ich es mir auch erstmal noch schnell, bevor ich weitergehe. Oder brennt erstmal so eine schöne Pennertonne. Oh, nicht schlecht. Ja, die ganzen Klischees hier der armen amerikanischen Leute. Okay, von mir aus. So. Und. Flupp. 46 von 75. Sind das alles viele? So, was ist jetzt hier Lichtshow? Was ist denn hier los? Warum flackert das hier alles so? Ich hab doch keinen Plan. Oh, in die Mülltonne fahren. Sorry. Njo. Njo. So. Hier ist euer Scheißhaus. Hallo, wer sind Sie denn? Oh, ich bin da. Oh! Fotografiere die Städter. Ach du Scheiße. Zu spät oder was? Ja, wie mache ich denn das jetzt? So. Der Typ. So, warte, wo sind die da? Nein, nein, nein. Und Knips. Beschissenes Foto. Beschissenes Foto. Wie soll ich das denn machen? Noch näher ran? So. Gutes Foto. Alles klar. Geh zur Boxhalle zurück. Boah, wie die hier abgehen. Alle verbrennen hier alle. So. Mal hier kurz gucken. Hier unten liegt doch noch irgendwas. Juckpulver, okay. Ich soll hier in dem Wasser rumschwimmen. Ich hab auch keine Lust drauf. Oder warte mal, ist vielleicht eine Abkürzung, wenn ich hier schwimme? Da, ah, hier ist sogar eine Rubber Band auf einer Insel. Okay, da muss ich nochmal schwimmen jetzt hier. Oder auf dem Schiff da. So. Hier irgendwo. Ja, geil. Rubber Band da jemand mitgenommen. Also ein versunkenes Schiff. So, und schwimmen. Schwimmen, Jimmy, schwimmen. Schnell einfach ans andere Ufer. Geht jetzt einfach passender. Und schneller. So, liegt hier noch irgendwann am Strand rum? Ich glaube ja nicht. So, okay, voll nass. So, hier irgendwas Geiles? Nee, okay, einfach so ein
Nischengang. So, dann sind wir wieder auf dem richtigen Pfad hier. Oder wo sind wir jetzt gerade? Ach, hier sind wir jetzt. Boah, krass. So, zurück zur Boxhalle gehen. Okay. Skateboard schnappen. Und schnell, bevor ich müde werde. Ah, das schaffe ich noch. So, aber Leute, der Part ist leider vorbei. Ja, das machen wir dann alles beim nächsten Mal. Auf jeden Fall vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Und ich sage, bis zum nächsten Mal von Bully. Ciao.